So, dann melde ich mich nochmal zurück am Sonntag früh und präsentiere jetzt den DAX-Ausblick. Zunächst wieder alle sichtbar, der Risikohinweis, die Analyse stellt nur meine eigene Meinung dar. Und das ist natürlich keine Aufforderung für irgendwelchen Erwerb von Produkten auf diesen Basiswert. So, die letzte Woche lief ja, perfekt vielleicht nicht, aber sehr super Setups waren dabei. Am Freitag habe ich bewusst die Setups unten gesucht, also Einstiege unten, zwei Kaufzonen genannt und jeweils eigentlich auch nur grau hinterlegt, also vage. Der frühe Freitag, der 13., ist der DAX nicht ganz an die Marke hingelaufen, hätte dann aber diese Bewegung gemacht. Bei der zweiten, wenn man da auch weiter runter schaut, ist es definitiv nach unten gekracht. Also man sollte auch nicht unbedingt direkt eine Marke reinlegen. Also frühestens war vielleicht hier oder eben dann exakt. Da habe ich nur einen Witz gemacht, dass Jason mir die Marke genannt hat, ja, hier aus dem Jenseits, und konnte dann diese Bewegung erstmal veranstalten, ein Hoch. Dieses letzte oder beziehungsweise das Tief mit der US-Eröffnung war nicht so auf dem Radar, aber die anderen beiden waren eigentlich so gut wie immer, jedenfalls handelbar. So, dann schauen wir den Tageschart bzw. erstmal auch den Stundenchart an, wieso diese Marke so wichtig war. Ohne die Anschläge, die fürchterlichen und eben noch dann die Nachbörse und eben auch noch der US-Handel wäre hier das ein optimales Einstiegssetup gewesen. Ja. Schöne Hammerkerze, exakt den Weekly Widerstand mit dem EMA 200 auf Xetra komplett verteidigt. Also besser hätte es hier gar nicht aussehen können. Schauen wir noch kurz den 4-Stunden-Chart an. Hier liegen wir irgendwo in der Mitte der Wolke. Nicht unbedingt irgendeine größere Unterstützung in der Nähe gerade. Tageschart wurde der 200 Durchschnitt unterschritten, eben aber auf Tagesbasis verteidigt. Auch hier wäre natürlich dann eine Abwärtsbewegung fertig zählbar. So, dann kommen wir zum, ja, kurz noch ganz zu den anderen zwei. E.ON hat jetzt hier leider eben, weil der DAX doch eben tiefer gefallen ist, nicht direkt eine weiße Kerze anschließen können. Hier ist natürlich das Setup jetzt stark in Gefahr. Aber vielleicht setzt man dann eben auf defensive Werte und dann wäre E.ON eher einer, den man dann kaufen könnte. Hier bei Merck war das Setup genau bei der 8, 94er Marke und es läuft, sage ich mal, das lief sogar direkt an, also in der Aufwärtsbewegung sozusagen das Hoch erwischt und die Zielmarke könnte eben dann am Montag erreicht werden. Jetzt präsentiere ich dann das neue Chartbild, habe den DAX genauso wie die US-Indizes neu gemacht und hier gibt es eben noch eine fette Unterstützung zwischen 10.600 und 10.637. Lang und Schwarz hat schon den DAX am Wochenende etwa bei 10.460 kurz gesehen. Also im
Tageschart bzw. auch im Gap und im Wochenchart ist definitiv eine fette Unterstützung bei 10.500 zu sehen. Aber eben auch hier im Anbetracht der US-Indizes, dass die wirklich eine komplette Abwärtsbewegung vielleicht noch vor sich haben, aber bislang habe ich da eben ja auch noch ein bullisches Rebound-Szenario im Kopf bzw. auch vorgestellt. Wäre deswegen, auch wenn der DAX jetzt hier unten eröffnet, müsste hier der Setup hier hochgehen und dann weiter möglicherweise so laufen können. Aber wir müssen hier erstmal den Kurs am Montag abwarten. So, dann wünsche ich noch allen ein schönes Wochenende und bis Montag früh.